Meine Damen, meine Herren, Sie sehen hier den Börsenchef, den Chef der Börse Stuttgart, Christoph Lammersdorf, im Interview. Und wir wollen natürlich versuchen, auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen mit Ihnen. Sie haben vorhin schon im offiziellen Interview mit NTV ein bisschen was preisgegeben, war vielleicht noch nicht jeder dabei, aber an Sie auch noch mal die Frage, was macht den Börsenplatz für Privatanleger, also auch für Sie, meine Damen, meine Herren, wie Sie hier im Publikum stehen, so interessant? Ja gut, da darf ich vielleicht mal ein bisschen auch in die Historie greifen. Als vor knapp 10 Jahren, etwas über 10 Jahren, Xetra eingeführt wurde in Frankfurt, voll elektronisch, voll automatisch. Da war ziemlich schnell klar, innerhalb von wenigen Monaten, dass die Privatanleger auf Xetra alleine keine Chance hatten. Also, man musste etwas anderes tun. Die Börse Stuttgart, anstatt sich dann hinzulegen und sich zu ergeben, die hat sich mit ihrem Makler zusammengetan. Und der Makler war derjenige, der die guten Kontakte in die Kundschaft hatte. Und gemeinsam hat man ein Marktmodell entwickelt, das Euwax heißt. Ein Marktsegment, das genau auf die Bedürfnisse der Privatanleger und der Retailbanken zugeschnitten ist. Und da gleicht man nämlich durch die Menschen, die bei der Euwax beschäftigt sind, die Nachteile eines vollelektronischen Handelssystems aus. Und das haben wir hier in Stuttgart auf ganz viele Dinge, auf ganz viele Art und Weise bewiesen. Wir waren die Ersten hier in Stuttgart, bei der man eine unrunde Summe handeln konnte. Das ging in Frankfurt überhaupt gar nicht. Dann waren wir hier die Ersten, die die Handelszeiten verlängert haben, dass die Anleger auch abends noch handeln konnten, wenn in Amerika noch was los war. Dann haben wir hier spreadlosen Handel für Aktien eingeführt, Limitüberwachung, Best-Preis-Prinzip. Hier kriegen Sie immer den besten Preis, egal auf welchen anderen Markt Sie gucken, mindestens den, der woanders auch gibt. Also ganz viele Dinge, jedes Jahr wieder etwas Neues, eben mit Geschwindigkeit. Ich muss da dennoch mal nachfragen, Herr Lammersdorf, wenn Sie sagen, der Mensch macht den Unterschied. Ist es aber nicht so, dass der Computer viel perfekter arbeitet, dass der aufgrund seines, ich nenne es mal Wesens, viel, viel exakter arbeiten kann als ein Mensch? Wo liegt der Vorteil? Das müssen Sie uns nochmal erklären. Ein Computer tut immer das, wie man ihn programmiert hat und immer wieder gleich. Was bedeutet das aber auch? Das bedeutet für jemand, der diese Regeln dieses Computers versteht, sie analysiert und für sich nutzbar macht, kann er auch ein solches System für seine Zwecke verfügbar machen und damit den anderen, für die es eigentlich gemacht worden ist, schaden. Und deswegen, und weil man eben, wir haben es ja vorhin schon gesagt, nicht voraussehen kann, was Anleger eigentlich tun, was sie im Laufe der Zeit für Ideen entwickeln und Handelsstrategien machen, deswegen müssen sie immer dafür sorgen, dass sie irgendjemanden haben, der kontrolliert, was da gerade passiert. Voll elektronischer Handel, vollautomatisch, funktioniert nur bei hochliquiden Märkten und den gibt es in Deutschland nur in den DAX 30 Werten. Alles andere ist nicht so liquide, dass ständig auf beiden Seiten Orders dastehen und dann muss einfach ein Mensch dabei sitzen und sagen, okay, ich steige jetzt ein auf diesen Trade, der Privatanleger kriegt den gemacht und wir nehmen als Firma das Risiko und sorgen dann hinterher dafür, dass er abgewickelt wird. Sie sagen, und das merkt man ja hier in Ihren Äußerungen auch, Zertifikate gehören in jedes Depot, auch in schwachen Marktphasen. Aber mal etwas salopp und zugespitzt gefragt, warum eigentlich? Mit einer Aktie habe ich einen Teil eines Unternehmens, habe den Wert des Unternehmens im Depot und kriege am Ende sogar, wenn es gut läuft, sogar eine Dividende. Warum dann trotzdem noch ein Zertifikat? Naja, die Dividende kriegen Sie beim Zertifikat auch, nur Sie kriegen sie nicht auf Ihr Konto ausgezahlt. Mit Hilfe der Dividende, da kauft ja der Emittent eines Zertifikats für Sie ein Derivat. Und mit Hilfe dieses Derivats macht er Ihnen entsprechend einen schönen Discount auf die Aktie oder er macht Ihnen einen Bonus daraus. Und da ein Hebel drin steckt, ist also der Effekt der Preis. Veränderung bei dem unterliegenden Papier, egal nach oben oder nach unten, natürlich viel größer als bei einer Aktie, wenn man sie so im Depot hat. Und da gilt ja das ganz einfache Prinzip, in steigenden Märkten sind Bonuszertifikate besser als Aktien und in gleichbleibenden oder fallenden Märkten sind Discountzertifikate besser als das Underlying. Das ist einfach in der mathematischen Formel so begründet. Und schon dann kommen wir wieder Zahlen, zurück, ja, zur Physik. Und wenn das mal so ist, dann ist das so, dann kann man das auch nicht ändern und auch der Emittent kann das nicht ändern. Die Formel funktioniert, wie bei Adam Riese. So, jetzt geht's ans Eingemachte, Herr Lammersdorf. Meine Damen und Herren, Sie haben hier den Vorstandschef der Börse Stuttgart da. Und mich interessiert jetzt einfach, wir haben so viel über Börse geredet. Wie sieht es denn bei Ihnen im Depot aus? Oh, ganz gut. Ach, das ist doch jetzt eine Lüge. Ganz gut, also besser als letztes Jahr. Im letzten Jahr habe ich leider meinem
mit meinem Anlageberater eine Diskussion gehabt, die er gewonnen hat. Er hat gesagt, nee, Herr Lammersdorf, bleiben Sie noch ein paar Tage drin, dann brauchen Sie keine Steuern zahlen, dann sind Sie ein Jahr draußen und dann ist es alles viel besser. Und genau in den zwei Tagen ist der Markt abgeschmiert im letzten Jahr und dann waren meine Verluste natürlich viel größer, als wenn ich Steuern bezahlt hätte. Das war super ärgerlich, hat auch ein bisschen Geld gekostet. Aber ich habe Anfang diesen Jahres wieder angefangen, in Zertifikate zu investieren, kurzlaufende. So alle im Laufe des mittleren Sommers laufen die aus und im Wesentlichen eigentlich nur in Discount-Zertifikate. Und ja, die sind weit weg von ihren Schwellen und das sieht gut aus. Da kommen ein paar mit 30% Profit wieder raus. Also das ist schon ganz in Ordnung. Das ist gut gelaufen. Also mehr möchte ich da gar nicht nachhaken. Da wird es wahrscheinlich zu intim, wenn wir nach Einzelwerten fragen. Wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht tun. Herr Lammersdorf, zum Abschluss. Sie sind, wir haben angesprochen, im Umfeld September, Oktober an die Börse gekommen, in turbulenten Zeiten. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen, 2009, 2010, wir sehen jetzt hier die Anlegermesse in West, gestern beispielsweise sehr, sehr gut besucht und auch heute, trotz des schönen Wetters, sehr, sehr gut besucht. Macht Sie das optimistisch, dass wir Deutschen, wir Anleger, nenne ich es mal, das Schlimmste überstanden haben oder kommt der dicke Brocken erst noch? Das ist eine ganz schwere Frage, Herr Franek, die Sie da stellen und darauf eine Antwort zu geben, ist noch viel, viel schwerer. Sie finden ja derzeit überhaupt niemanden, der Ihnen eine vernünftige Prognose macht und Menschen, die sagen, der DAX steht im Sommer bei 6.000, die werden ausgelacht. Das lässt sich auch seriös gar nicht machen. Ich denke aber, die Menschen haben in Deutschland viel gelernt, vorher schon, wussten schon viel, sind viel besser ausgebildet als in manchen anderen Ländern. Okay. Ich denke, dass auch durch diese Krise viel Wissen aufgebaut worden ist. Und Wissen ist für mich die Essenz für das Ganze. Sie müssen als Privatanleger, Sie müssen ja als Mensch alles überschüssige Geld am Ende des Monats ja irgendwie in eine Vermögensanlage legen oder Sie müssen für Ihr Alter vorsorgen. Sie werden ja mit den staatlichen Systemen nicht auskommen auf Dauer. Und Sie werden auch, das zeigen Versicherungsmathematiker ganz klar, mit einem sicheren Zins, heute von was, 2% oder weniger, nie und nimmer die Inflation schlagen, nie und nimmer ihre Bedürfnisse im Alter befriedigen können. Sie müssen ein gewisses Risiko gehen. Das ist gar keine Frage. Auch die großen Lebensversicherungen haben das Problem. Wenn die Garantiezinsen bedienen wollen, müssen die ins Risiko gehen. Risiko gehen heißt aber, Risiko minimieren müssen. Und Risiko minimieren können Sie nur, wenn Sie sich informieren. Wenn Sie sich wirklich dauerhaft und immer wieder weiterbilden. Das ist ein alter Spruch, nicht? Problem erkannt, Gefahr gebannt. So, das ist die Essenz. Und das glauben wir hier mit der Invest bereitstellen zu können und wir waren sicher, dass die Menschen da wieder drauf zukommen und wir sind auch sicher, dass die Menschen verstanden haben, wie das in Zukunft geht und eins, glaube ich, ist ganz wichtig. Wer jemals geglaubt hat, dass man, indem man einfach Geld anlegt und dann nichts mehr tut, einfach sich auf die faule Haut legt, dass man damit Geld verdient auf Dauer, der ist falsch gewickelt. Das haben viele letztes Jahr gesehen. Mit Kapitalanlagen Geld zu verdienen bedeutet Arbeit. Heißt Zeit aufwenden, heißt sich ausbilden, sich bilden, nachfragen, Meinungen austauschen, lesen, Fernsehen, Internetseiten angucken, speziell die der Börse Stuttgart. Und immer wieder ausprobieren, auch mal testen mit kleinen Werten, damit man ein Produkt, das attraktiv zu sein scheint, auch versteht, wie es sich verhält. Und ich glaube, dann kommt man auch dahin, wo man hin will und dann hat man eine rosige Zukunft. Und ansonsten wäre es wahrscheinlich auch ein Perpetuum mobile, womit wir schon wieder bei der Physik wären. Und damit schließt sich auch der Kreis an dieser Stelle hier auf der Bühne. Der Mann ist Diplomphysiker, aber nicht nur das, er ist auch Chef der Börse Stuttgart. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich, Herr Lammersdorf, dass Sie am Samstagnachmittag Zeit genommen haben. Aber Sie sind, glaube ich, Mainz 05-Fan. Das heißt, Fußball wäre für Sie jetzt heute sowieso kein Thema am Nachmittag gewesen. Ja, Mainz ist ja leider in der zweiten Liga und da kann man dann ganz gut Samstag auf eine Messe gehen, weil die spielen dann immer sonntags oder freitags. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, Herr Lammersdorf, für diese Ausführungen hier auf der Bühne am Stand der Börse Stuttgart und Ihnen, meine Damen, meine Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.